Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich habe ja schon seit längerem jetzt keins gemacht. Das liegt daran, also na gut, längerem ist relativ. Das liegt daran, dass ich erstmal ein bisschen warten wollte, bis sich wieder ein bisschen was angesammelt hat. Und das hat es sich. So, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Thema. Ihr seht zum Beispiel hier beim Dragon's Prophet, I am Jesus Baby, seht ihr kein Thumbnail. Das seht ihr bestimmt öfters auf meinen Videos momentan. Das liegt aber nicht daran, dass ich keine Thumbnails mache. Moment, wir können mal in die Bearbeitung reingehen. Da seht ihr jetzt nämlich, hier war mal eins drauf. Hat sich aber irgendwie anderes. Das Problem ist, wenn ich jetzt im Moment, Desktop. Wenn ich jetzt hier ein Thumbnail nehme. Minecraft-Dateien. Thumbnail. Nee, falsches Thumbnail. Thumbnails. Dragon's Prophet. Und jetzt hier, das Thumbnail habe ich auch, seht ihr ja. Jetzt hier das Thumbnail drauf packe, dann uploade das. Und wenn ich Pech habe und dann auf Speichern klicke und dann 10 Minuten später wieder drauf klicke, ist es wieder weg. Ich weiß nicht, was das ist. Es lässt sich ja nicht rückgängig machen. Ich habe mich schon eingeloggt, neu geloggt, bla 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 bla. Aber irgendwie momentan, das ist schon seit einer Woche oder seit 2 Wochen sogar schon so. Ich weiß nicht, was es ist. Das hat YouTube manchmal, das hatte ich schon mal das Problem. Ich weiß es nicht, was es ist. Also verzeiht bitte, wenn ich überall Thumbnails sind. Ich tue die immer Stück für Stück wieder nacharbeiten, wenn ich das sehe. So ist es also nicht. Jetzt ist es drauf, siehst du? Machen wir noch keins. Egal. So was ist auch ziemlich geil. Es wird mir angezeigt, dass das Video kaputt ist. Wenn ich draufklicke, geht es. Wer hätte es gedacht? So, ich darf keine Werbung zeigen. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, momentan bin ich sehr aktiv auf Twitch. Das liegt daran, dass ich viel streame momentan, vor allem Clash of Clans. Wer Interesse hat, sowas wie Handyspiele wie Clash of Clans zu sehen oder so, besucht mich einfach auf meinem Twitch-Account. Den kann ich jetzt auch mal kurz zeigen, wenn ich einmal dabei bin. Der sieht nämlich genau so aus. Das ist mein Profil, lädt gerade. Hier sind die Verlinkungen zu YouTube, Facebook und ein paar Bonus-Infos. Ja, das ist die Seite und der Stream ist halt meistens frühe Übertragung ist halt meistens also momentan viel Clash of Clans. Ja, das dazu. Des Weiteren habt ihr sicher gemerkt, okay, momentan kommt kein Minecraft mehr, also fast kein mehr, momentan kommen keine 2 Folgen Minecraft mehr. Das stimmt. Ich habe die ganzen Überfolgen. Ach, hier siehst du, fehlt auch noch eins. Ich habe die ganzen Folgen Minecraft aufgebraucht. Also ich hatte ja gesagt, ich mache so lange doppelte Minecraft-Folgen, bis ich wieder annähernd normalmäßig Folgen habe. Das ist jetzt soweit, ich habe noch 7 oder 8 Folgen jetzt, das reicht für eine Woche. Und deswegen gibt es momentan wieder nur ein Minecraft pro Tag, aber das ist ja sowieso normal, das war ja nur ein kleiner Bonus für euch. Jetzt habe ich noch 2 Fragen. Eigentlich habe ich 3 Fragen. Erste Frage wäre zum Beispiel, warum seid ihr momentan so inaktiv? Ich verstehe es nicht. Also es tut sich hier gerade wieder ein, so 5, 6 Aufrufe, 4 Aufrufe, 8 Aufrufe. Das geht ja wieder, aber ihr habt zwischendrin so 2 Aufrufe, 1 Aufruf. Hat euch irgendwas nicht gefallen? Ich meine, wenn euch was an den Videos nicht gefällt, dann schreibt es rein, dann sagt es mir, dann ändere ich das. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich war etwas schockiert, als nur noch ein Aufruf, 2 Aufrufe. Wie Kommentare waren so gut wie gar keine mehr in ein paar Wochen jetzt. Habe ich irgendwie, weiß nicht, waren es nur die Thumbnails oder war mein Kanal an sich gar nicht mehr zu erreichen? Würde ich gerne mal erfahren. Also, wenn ihr so nett wärt, schreibt es einmal in die Kommentare unter das Video hier. Das zweite wäre, ich hatte überlegt, ob wir eventuell Assassin's Creed 4 wieder anfangen. Nach Don't Starve, Assassin's Creed 4. Allerdings würde ich es komplett nochmal von Anfang spielen. Vielleicht machen wir auch ein paar Dinge anders oder so, ich weiß es nicht genau. Da ich ja nicht dazu komme, privat das komplett nachzustellen, das waren ja echt 40 Stunden Spielzeit oder so, das komme ich nicht dazu, das nachzustellen. Deswegen wollte ich euch fragen, wollen wir es komplett nochmal von Anfang spielen und dann eventuell im Anschluss Assassin's Creed Unity uns kaufen und das noch spielen? Das würde ich nämlich dann machen. Allerdings möchte ich echt Assassin's Creed 4 vorher gespielt haben, weil wir mussten ja schon Assassin's Creed 3 abbrechen, weil es dann Bug gab. Das würde ich auch gerne erfahren. Schreibt es in die Kommentare. Ich denke mal, bei 5 Leuten, die das wollen, würde ich es nochmal anfangen. Ansonsten war das dritte, was war das dritte? Das dritte will ich jetzt gar nicht mehr. War das ein wichtiges? Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Na gut, dann war es das erstmal für heute. Ich hoffe, euch gefällt das Info-Video und ansonsten schreibt ein bisschen aktiver in den Kommentaren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios.